Ich freue mich sehr, hier sprechen zu können zu diesem Thema vor diesem wunderschönen Hintergrund hier. Ich hoffe, es können sich trotzdem alle aufs Thema konzentrieren. Ich arbeite in der Brandenburg-Klinik in Bernau bei Berlin, bin in Brandenburg auch im Landesverband der DGPR tätig, auch in der DGPR. Für die bin ich halt Vertreter der Landesorganisation und der Therapeuten, also zweiter Therapeut in Reihe hier. Bei mir ist es noch ein bisschen schlimmer, ich bin Sportpädagoge, also gar nicht Sportwissenschaftler und deshalb auch viel mit dem Thema in Kontakt, wie motiviere ich die Patienten auch wirklich nachher was weiterzumachen, weil wir alle wissen, das ist A und O, wenn wir 3 Wochen Reha machen und niemand was weitermacht, haben wir auch keinen nachweisbaren Effekt. Von daher ist das die eine Seite. Ich könnte zu den gesagten Dingen von meinen 3 Vorrednern auch noch einige Sachen ergänzen, ein paar werde ich auch machen. Wenn es nachher um die Rahmenvereinbarung geht, da waren so ein paar Fragen, wie das denn wirklich rechtlich auch geregelt ist. Das muss man vielleicht noch mal kurz sagen. Aber ansonsten natürlich geht es hauptsächlich um mein Thema, wie gründe ich eine Herzinsuffizienzgruppe. Ich habe mich da schon ein paar Jahre vorher darauf vorbereitet, habe nämlich einen Leitfaden entwickelt, wie man so eine Gruppe gründet. Und den werden wir uns gleich mal ein bisschen angucken. In der Klinik bin ich für die Therapie zuständig. Wir machen auch seit vielen Jahren natürlich, behandeln wir herzinsuffiziente Patienten, haben dort auch Herzgruppen, auch Herzinsuffizienzgruppen, machen das ähnlich wie der Kollege. Allerdings nutzen wir wirklich auch die Geräte, auch Ergometer mit EKG-Überwachung und so weiter, woher wir dann auch wissen, dass das alles stabil und gut durchführbar ist und auch in den Gruppen nach der Reha gut gemacht werden kann. In der Arbeitsgruppe war ich ja damals auch dabei. Das war ja genau die Überlegung zu der Frage vorhin, wir haben immer weniger Ärzte und wie setzen wir die sinnvoll ein? Daraus ist ja, sind verschiedene Papiere entstanden, unsere Vorstellung aus der DGPR, wie man es sinnvoll angehen kann. Aber Goethe war jetzt nicht der große Mann in Dresden, wie ich weiß, aber er hat zumindest gesagt, es ist nicht genug zu wissen, sondern man muss es auch tun. Und das heißt einerseits die Menschen zu motivieren, das Ganze dann auch umzusetzen, andererseits aber auch die Strukturen zu schaffen. Und das ist natürlich der zweite große Anteil, was wir über die DGPR probieren, Gruppen zu gründen, aber auch die Übungsleiter zu befähigen, diese Gruppen zu leiten. Also es kam ja vorhin schon ein paar Mal raus, dass die nicht so ganz gleich sind wie unsere normalen Herzgruppen, die Patienten. Da muss man schon ein bisschen wissen und deshalb haben wir auch in der Rahmenvereinbarung, wo wir diese Herzinsuffizienzgruppen dann verankern konnten, vorgeschlagen, dass es eine spezielle Ausbildung dazu nochmal gibt. Bei uns heißt es dann Herzinsuffizienztrainer der DGPR, mit der man dann wirklich eine Basis hat, diese Patienten auch leiten zu können. Das haben wir alles gesehen, diese Leitlinien. Ich fand schön, dass es schon 2007 alles gab, die Empfehlung. Jetzt sind wir 2024, also schon eine ganze Weile. Es geht langsam voran, aber es geht voran. Die neuen Leitlinien zeigen das eindeutig, haben wir vorhin alles gesehen. Das war nochmal kurz hier die Übersicht für diese verschiedenen Gruppeneinteilungen. Und zu der Frage vorhin nochmal, also es ist in der Rahmenvereinbarung, ich habe es da rechts nochmal daneben gestellt, ganz klar definiert, dass in der Herzinsuffizienzgruppe immer der Arzt im Raum anwesend sein muss. Und wie wir es vorhin schon ein paar Mal gehört haben, der ist nicht da, um zu reanimieren, sondern der berät die Patienten. Das ist unsere Vorstellung von der Betreuung des Arztes in der Herzgruppe und deshalb muss der da auch dabei sein. Und so haben wir gesagt, diese Dreiteilung für diese mittlere Gruppe, wo die Patienten stabil sind, aber die Betreuung noch brauchen, die sind vielleicht neu dabei, da soll der Arzt auch da sein. Da gibt es jetzt nach dem DBS-Modell diese neue Variante, er muss nur jedes 6. Mal da sein. Allerdings muss dann der Notfall abgesichert sein, was nicht so ganz einfach ist, scheint schwierig. Unsere Variante wäre auch für stabile Patienten, die schon länger dabei sind, eine Variante zu schaffen, wo der Übungsleiter die Gruppe alleine leitet. Das ist unsere Vorstellung, wie man das Ärzteproblem angehen könnte. Das aber nur am Rande. Wir wollen ja überlegen, wie gründe ich eine Herzinsuffizienzgruppe. Und dazu haben wir die genannten Papiere. Einmal das Positionspapier, das vorhin schon mal kurz erwähnt wurde, wo alles genau beschrieben ist, für welche Patientengruppe auch. Wir haben auch lange diskutiert, ob wir es überhaupt Herzinsuffizienzgruppe nennen. Wir haben ja schon, vorhin schon mal gehört, das ist die Gruppe für Menschen mit einem etwas höheren Risiko. Das ist natürlich kein guter Name für eine Gruppe. Deshalb haben wir gesagt, Herzinsuffizienzgruppe, so kann das heißen. Aber da sind auch andere Patienten eingeschlossen. Und die Frage kam vorhin auch schon mal, wenn man überlegt, wo kriege ich denn diese Patienten her? Also es gibt natürlich ganz viele dieser Menschen, zunehmend mehr bei der Verhandlung hier der Vergütung, wo ich mit Herrn Langheim war. Die Zahlen wurden vorhin noch mal richtig genannt, also 18,52 Euro gibt es von den GKV, 19 Euro sogar von der Rentenversicherung. Aber die haben auch ganz deutlich gesagt, entwickeln Sie mehr Herzinsuffizienzgruppen, da kommt was Großes auf Sie zu, da werden viele, viele Patienten Bedarf haben.
Also es sind nicht nur wirklich jetzt eingeschränkte Pumpfunktionen, was wir so hauptsächlich meinen, sondern auch überlebter Herztod mit Defis-Patienten und so weiter, schwere Rhythmusstörungen, Klappenvizien, sowas, die man dann dort in diesen Gruppen behandeln kann, die eben in der normalen Herzgruppe, da würde der Übungsleiter oder auch der Arzt sagen, die sind mir zu schwierig, die kann ich hier nicht gut handeln, da brauche ich eine engere Betreuung. Nach der Rahmenvereinbarung ist festgelegt, dass bis 12 Teilnehmer in der Gruppe mitmachen dürfen. Das ist so nach unserer Erfahrung auch ganz okay, kann man handeln, ist ja ein Arzt immer dabei, das heißt zu zweit 12 geht dann einigermaßen. Auf die Praxis dort wurde schon eingegangen. Ich kann nur noch mal erwähnen, Intervalltraining ist sehr, sehr gut und Atemtherapie muss unbedingt Inhalt mit sein, das ist ja Hauptsymptomatik dort auch. Und dann mit einer Überwachung machen wir das ähnlich, wie der Kollege vorhin das beschrieben hat. Das Formular 56, da sind wir auch ganz stolz drauf, dass das überarbeitet wurde, war nämlich hauptsächlich, weil die Herzinsuffizienzgruppe mit aufgenommen wurde. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass der verordnende Arzt beim Formular 56, ist der niedergelassene Arzt, dann auch wirklich sieht, es gibt diese Gruppen, die stehen auf dem Formular, ich kann das ankreuzen. Ansonsten glaube ich, alle, die im Verein tätig sind, kennen das. Da tun sich die Ärzte manchmal schwer, was soll ich denn ankreuzen? Da gibt es ja so viel zur Auswahl. Oft schicken wir es auch zurück und sagen, da muss man korrigieren. Aber das Gleiche ist in dem DRV-Formular, wenn es direkt nach einer Reha passiert, für die ersten 6 Monate, da gibt es jetzt auch die Herzinsuffizienzgruppe, wird entsprechend dann auch abgerechnet. Das sind jetzt auch hier Seiten aus dem Gründungsleitfaden, den kann man dann auch runterladen. Das haben wir alles bei uns auf der Homepage im Landesverband, bei der DGPR aber auch. Also kann man sich angucken. Und dann sehe ich meine Folie nicht mehr, weil sie ist ein bisschen weit weg. Muss ich einmal kurz hier reingucken. Habe ich hier, kann man jetzt nicht so ganz gut lesen, aber es kann man alles sich noch besorgen im Nachhinein. Die Fragen im Gründungsleitfaden nach Umfang und Dauer. Ich habe vorhin schon gesagt, es entspricht in der Verordnungsdauer und in der Länge der Therapie genau den normalen Herzgruppen, also 90 Termine innerhalb von 24 Monaten, 60 Minuten Dauer, ob man das ein bisschen aufteilt oder da eben auch mehr Schulungsinhalte reinnimmt, um Unterbrechung zu haben von der dauerhaften Belastung. Das kann sich ja jeder so überlegen. Natürlich gilt die Rahmenvereinbarung da als Basis, die das Ganze regelt. Und die Vergütung, die ist auch entsprechend festgelegt, wir haben es vorhin schon mal gehört, 18,52 Euro aktuell. Natürlich habe ich da nur 12 Patienten, kriege dann weniger, aber ich denke, das kann man damit schon ganz gut hinkriegen. Zu der Frage der Mitgliedschaft, in der Rahmenvereinbarung steht der wunderschöne Satz drin, den sage ich allen meinen Patienten zur Motivation, dann auch in der Gruppe nachher mitzumachen, eine freiwillige Mitgliedschaft für die Zeit der Verordnung ist gewünscht. Und da erkläre ich dann immer, das heißt, wenn ich nur das Geld von der Kasse habe, kann ich es halt nicht wirklich anbieten. Und wenn es dann 2, 3 nicht können, ist okay. Aber bei mir im Verein, wir haben einen Verein mit 500 Mitgliedern bei uns in der Klinik, da sind fast alle Mitglied in dem Verein. Und das kostet dann nicht so viel, man kann es jederzeit kündigen, 10 Euro im Monat oder sowas. Und damit kann man das Ganze dann auch finanzieren. Auch unsere Klinik unterstützt natürlich die Gesundheit der Menschen, ist aber nicht der Wohltäter für alle. Wir zahlen da als Verein ganz normal Miete für die Räume und da wir Ergometer und Schwimmhallen und so weiter nutzen, sind es auch ein paar Euro, aber über den Weg können wir das ganz gut dann finanzieren. Also das wäre dann auch eine Möglichkeit, wie man das gut hinkriegen kann. Die Inhalte haben wir besprochen. Wichtig, glaube ich, ist nochmal auch den psychischen Aspekt dazu zu nehmen. Das sind andere Patienten, die haben nicht einen Stent bekommen und fahren wieder 200 Watt, sondern die sind wirklich betroffen. Da muss man auch auf die Schiene ein bisschen eingehen. Deshalb ist es wichtig, dass der Übungsleiter, auch der Arzt da eine gewisse Schulung, eine gewisse Kenntnis hat, wie er bei solchen Problemen dann auch reagieren kann. Natürlich, was auch vorher mehrfach gesagt wurde, der Austausch untereinander ist was ganz, ganz Zentrales. Also, dass alle sehen, es geht ihnen ähnlich. Ja. Das ist ja am Anfang, wenn man erstmal so in die Klinik kommt, denkt man, nur mir geht so, nur bei mir geht alles schief und es tut weh. Und dann merken die ganz schnell, es geht ganz vielen so. Und man kann vieles auch wieder machen. Natürlich langsam ranführen, mit wenig Belastung beginnen. Aber auch wir haben dann viele Patienten, die sich da dann richtig deutlich gesteigert haben. Zu dem Arzt und Übungsleiter, auch das ist in der Rahmenvereinbarung ganz klar definiert. Da haben wir das Niveau bei der letzten Rahmenvereinbarungsverhandlung, die ist 22 abgeschlossen worden, ziemlich versucht mitzugestalten, war nicht so ganz einfach. Herr Schwab war da mit dabei, ich teilweise auch. Da waren viele Player, die eben meinten, der Arzt ist wirklich nur für den Notfall da, der ja, wie gesagt, sehr selten eintritt. Wir glauben, er ist als Berater da
Und deshalb braucht er eine gewisse Qualifikation. In der Rahmenvereinbarung sind dann auch bestimmte Kriterien genannt. Allerdings haben wir dann den Satz noch mit reingenommen, dass jeder Arzt, der mit Erfahrung im Reha-Sport schon kommt, auch qualifiziert ist, diese Gruppen zu leiten. Also so hat jeder da seine Möglichkeit, dann da reinzukommen. Und für die Übungsleiter, Kollegen, die in solchen Kliniken arbeiten, haben da nicht viel Schwierigkeiten. Anders ist natürlich, wenn ich ein Übungsleiter irgendwo auf dem Land bin und sonst vielleicht Sportlehrer und dann netterweise die Herzgruppen betreue, dann hat man mit Herzinsuffizienzpatienten da eher ein bisschen Fragen offen bei verschiedenen Krankheitsbildern und so weiter. Deshalb haben wir, wie gesagt, diese Fortbildung gemacht, dieses Ausbildungskurriculum für den Herzinsuffizienztrainer. In Brandenburg machen wir das seit 7 Jahren, glaube ich, also bei uns sind alle durch. Deshalb machen wir das jetzt auch als Online-Variante, funktioniert ganz gut. Zu Corona ging es sowieso nicht anders. Und es ist ja eine zusätzliche Ausbildung für Übungsleiter. Also ich muss nicht neu alle Übungen erklären, sondern erklären, was ist jetzt anders bei den Patienten mit einer Herzinsuffizienz. Das heißt, darüber können die sich ganz gut qualifizieren. Und für die Gründung, wenn ich eine Herzinsuffizienzgruppe ins Leben rufen will, brauche ich einfach einen Verein, das ist klar. Meistens ist es ja ein Verein, der sowieso normale Herzgruppen hat, der jetzt auch eine Herzinsuffizienzgruppe gründen will. Auch in den Herzgruppen, es wurde vorhin schon mal genannt, mal genauer gucken, wie viele Patienten da eigentlich vielleicht nach den Kriterien in die Herzinsuffizienzgruppe gehören könnten. Wenn man mehrere Gruppen hat, kriegt man da fast schon was voll. Ansonsten ein bisschen Werbung betreiben. Klar, man muss die Ärzte ringsherum informieren, die Reha-Kliniken, vielleicht auch Kliniken, dass es sowas gibt. Die niedergelassenen Ärzte anschreiben, machen wir in unserem Verband relativ viel. Wir bewerben da, wir schreiben Artikel im Ärzteblatt, im KV-Blatt und so weiter, so dass das in die Köpfe der Beteiligten kommt, die das dann auch verordnen müssen. Aber eben auch, wir haben vorhin ein paar Artikel gesehen, zum Beispiel in Herz heute von der Deutschen Herzstiftung, was viele Patienten ja auch lesen, ins Bewusstsein zu rufen, dass da Möglichkeiten gibt, dass da ein Wandel stattfand und dass man darüber dann auch die Nachfrage bei den Patienten mehr fördert. Falls man gar keinen Verein hat, kann man auch einen Verein gründen. Das tut auch nicht weh, kostet nicht viel Geld. Man muss nur zu siebt sein, dann können Sie Ihren eigenen Verein gründen, dann haben Sie alles selber in der Hand und können das so gestalten. Es geht eben alles quasi über Vereine im Reha-Sport, hat den Vorteil, dass man dann gemeinnützig ist, keine Steuerpflicht hat und so weiter. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten. Wir haben das in diesem Leitfaden hier von der DGPR beschrieben. Das habe ich schon gesagt, gucken, wo man seine Teilnehmer herkriegt. Ich glaube, es werden immer mehr. Aus den Kliniken schicken wir, also wir schicken jeden in irgendeine Herzgruppe. Bei uns gibt es einen Termin, der ist ja auch abrechenbar. In den Kliniken, in den Reha-Kliniken wird es ja gefordert, dass man die Nachsorge einleitet. Und wenn man da direkt Adressen mitgibt, dann hält man, glaube ich, auch die Barrieren relativ klein. Natürlich muss man die Leute ein bisschen motivieren. Ein Eigenanteil war, glaube ich, auch im Reha-Sport von Anfang an so gedacht. Also niemand dachte, das ist alles völlig umsonst. Da wissen wir auch, dass wenn man ein paar Euro selber bezahlt, die Teilnahme auf Dauer viel, viel höher ist, als wenn man es ganz umsonst kriegt. Von daher den Vorteil aufzeigen, das ist eben das Schöne, wenn man mal in der Reha schon war. Deshalb auch zur Reha von den niedergelassenen Ärzten, die Patienten mit Herzinsuffizienz zu schicken, ist ein wichtiger Punkt, sodass sie ihre eigenen Erfahrungen erstmal machen und sehen, dass sie sowas machen können und dass es ihnen damit dann auch letztendlich besser geht. Und das ist das eigentliche, wirkliche Ziel, die Lebensqualität zu verbessern. Die Studie haben wir gesehen, wie weit wir wirklich die Lebensdauer erhöhen können, wissen wir nicht so genau, aber die Lebensqualität zu erhöhen ist ja das eigentlich Wichtige und da hat man durchaus Möglichkeiten. Also weiter verbreiten, weiter informieren, weiter bewerben das Ganze. Wir sind da aktiv, die Unterlagen, zum Beispiel diesen Gründungsleitfaden für Herzinsuffizienzgruppen, wer jetzt überlegt, sowas anzugehen, das kann man auf unserer Homepage beispielsweise runterladen oder von der DGPR-Seite. Wir sind gerade noch dabei, das Verzeichnis zu erstellen. Da sind wir noch nicht so ganz glücklich, weil wir wenige Gruppen haben und die sind auch nicht alle gemeldet. Also diese Zahlen, die man da gewinnt, sind auch immer sehr fraglich, weil es gibt viele verschiedene Verbände, die da mitspielen und das ist nicht so ganz übersichtlich. Aber wir wollen auf jeden Fall in der DGPR dann ein Verzeichnis haben aller Herzinsuffizienzgruppen, sodass man auch sehen kann, wo gibt es Gruppen und wo wäre es sinnvoll, noch welche zu gründen. Wir machen viele Fortbildungen zu dem Thema,
zum Beispiel bei diesem schönen Kongress hier, viele Informationen dazu. Den Leitfaden gibt es Ansprechpartner in allen Landesorganisationen der DGPR in Sachsen. Ich weiß gar nicht, Micha, macht ihr auch eine Herzinsuffizienztrainerausbildung? Also in Teilen, also keine komplette, wie es jetzt bei euch ist. Ja, okay. Also wir machen das nach dem genannten Curriculum. Nächster Termin im März, falls jemand interessiert ist, kann man sich anmelden, findet online statt. Haben wir, wie gesagt, absichtlich so gemacht, weil Brandenburg haben wir schon versorgt, wollen es aber deutschlandweit auch anbieten und hoffen, dass es dann in der Richtung weitergeht und wir gemeinsam auch diese Patientengruppe gut versorgen können und da helfen können. In dem Sinn, machen muss das immer selber der Horst, aber ich glaube, es gibt viele, die da unterstützen können und einer davon sind sicher wir mit den Herzgruppen, die da dauerhaft dann Unterstützung geben können. Das versuchen wir weiter voranzutreiben. Vielen Dank. Dankeschön.